Ja, herzlich willkommen zu unserer Webkonferenzreihe vom Monitative e.V. Heute haben wir zu Gast Professor Klaus Krämer, Soziologe an der Universität Graz, Fokus Wissenschaftssoziologie, Soziologie des Geldes, auch mit Blick auf die Finanzmärkte. Vor dem Hintergrund freue ich mich ganz besonders, dass wir Sie heute als Gast haben, da ich grundsätzlich das Thema Geld in vielen anderen Disziplinen jenseits der klassischen Wirtschaftswissenschaften einfach ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes unterbelichtet finde. Insofern umso schöner, dass Sie heute zu uns gefunden haben und die Einladung angenommen. Es gibt auch einen ganz aktuellen Anlass. Sie haben Ende August ein Paper veröffentlicht, leitend an Ihrer Fakultät, Money Knowledge or Money Myth. Results of a Population Survey on Money and the Monetary Order, sprich Stichprobe 2000 Menschen in Österreich. Und vor dem Hintergrund auch unser Titel heute, was weiß die Bevölkerung über Geld? Oder wie Sie es in Ihrem Vortrag nennen, Geldwissen und Geldmythen. Ich denke, das ist besonders spannend. Dazu vielleicht zum Einstieg noch, bevor ich das Wort an Sie übergebe, eine kurze Anekdote. Ich mache im Rahmen des Monitative e.V. immer mehr Workshops in Erwachsenenbildung bei NGOs, aber auch in Schulen. Letzte Woche war ich am Montag und Dienstag bei 12 Klässlern im Gymnasium, haben sehr, sehr viel zum bestehenden Geldsystem gemacht und am Ende, als es auch um die Umfragen, die ich kenne, ging, die schon viele Jahre zurückliegen und eigentlich viel zu kleine Stichproben haben und zu kurz kommen in der Betrachtung und ich darauf hingewiesen habe, dass viele der Schüler jetzt nach diesen 4 Stunden Workshop mehr wissen über das Geld, wie es entsteht, wer es erzeugt und über unser Geldsystem als ein Großteil der Bevölkerung, meinte so ein 12-Klässler recht frech zu mir: Ja, wenn das so viele Leute nicht wissen, dann machen sie ja was falsch. Und das vielleicht als Startschuss. Herr Professor Krämer, vielen Dank. Und gleich die Einstiegsfrage: Wie kam die Idee? Worin sahen Sie die Notwendigkeit, sich dieser Studie ausführlich auch aus soziologischer Sicht zu widmen? Ja, Herr Sonnenberg, also liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier unsere empirische Studie vorstellen zu können. Das ist eine geldsoziologische Studie. Vielen Dank auch, Herr Sonnenberg, für die kleine Anmoderation. Also mein Forschungsfeld ist die Wirtschaftssoziologie und die Wirtschaftssoziologie ist inzwischen fest etabliert im Themenkanon der Soziologie, aber beim Geld ist es nach wie vor so, dass zwar das eine zentrale Rolle bei den soziologischen Klassikern spielte, also insbesondere Georg Simmel, ich werde darauf nachher noch zu sprechen kommen, aber empirische Forschung oder geldsoziologische Forschung zum Geld nach wie vor nur an den Rändern, selbst an den Rändern der Wirtschaftssoziologie stattfindet. Also ich möchte Ihnen unsere oder die Befunde der empirischen Studie heute vorstellen und diese Befunde dann auch vor dem Hintergrund von theoretischen Überlegungen interpretieren. Ja, ich möchte auch mit einer Geschichte beginnen. Also wie bin ich denn eigentlich auf die Idee gekommen, empirisch aus einer geldsoziologischen Perspektive zu forschen? Und da möchte ich mit einer Geschichte beginnen. Also auf dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise von 2008, das ist so einige Wochen nach dem Crash von Lehman Brothers gewesen, berichtete mir ein Kollege von einer privaten Geburtstagsfeier. Und diese Feier war, das waren jetzt keine 12-jährigen Kinder, aber das war auch ein Kindergeburtstag. Und einer der Gäste, es war der Onkel des Geburtstagskindes und das Geburtstagskind, das war so 5 oder 6 Jahre alt. Dieser Onkel sagte dann zu den erwachsenen Gästen, dass man dem Geld und den Banken nicht mehr vertrauen könne und man sei gut beraten, das eigene Geld in Sicherheit zu bringen und echte Werte zu kaufen, wie mir das berichtet worden ist. Und mit der gleichen Selbstverständlichkeit machte der Onkel dann dem Geburtstagskind ein Geschenk. Ein Geldgeschenk, das war ein 50-Euro-Schein. Und alle freuten sich, die Erwachsenen und auch das Geburtstagskind. Diese Geschichte kam mir paradox vor. Vielleicht doch ganz kurz noch eine zweite kleine Geschichte. Wenige Wochen später erzählte mir ein Bankmitarbeiter, dass die Kunden, also das ist irgendwie Anfang 2009 gewesen,
dass die Kunden verstärkt Bargeld vom Konto abheben würden und sie dieses Bargeld dann im Schließfach der Bank, also im Keller, deponieren würden. Und nach einiger Zeit hätten diese Kunden dann das Geld aus dem Schließfach geholt und man kann nur spekulieren, dieses Geld dann nach Hause getragen. Einige Wochen später sei das Geld dann von den gleichen Kunden, das Bargeld, wieder über den Umweg des Kellers der Bank, also des Schließfaches, wieder auf das Konto eingezahlt worden. Diese beiden Geschichten brachten mich zu folgender Überlegung. Wenn man wissen möchte, was Geld eigentlich ist, wie Geld funktioniert, wie die moderne monetäre Ordnung funktioniert, dann sollte man Geld als Forschungsthema halt nicht nur den Ökonomen überlassen, sondern Geld auch aus einer soziologischen Perspektive untersuchen. Der Ausgangspunkt unserer Überlegung, das ist eine empirische Studie, die ich mit meinem Team durchgeführt habe, Luca Jakelja, Florian Brugger und Sebastian Nessel. Der Ausgangspunkt unserer Überlegung ist gewesen, dass die Leute in vielfältiger Weise Geld verwenden und nicht nur auf Märkten, sondern auch in Organisationen. Und zwar hier ist es einerlei, ob das wirtschaftliche oder wirtschaftsfremde Organisationen sind oder auch in sozialen Communities, in Gemeinschaften. Und die zweite Grundüberlegung ist, dass die Leute in einem praktischen Sinn wissen, das ist eine Banalität, dass man, wenn man Güter oder Dienstleistungen kaufen will, diese nur mit Zahlung, mit Geldzahlungen begleichen kann oder eben auch ausstehende Rechnungen nur mit Geld begleichen kann, dass man gleichwohl aber mit Geld auch andere Dinge machen kann, also dass man Geld verschenken kann, dass man Geld gemeinsam teilen kann, dass man Geld nutzen kann, um den Zusammenhalt einer sozialen Gemeinschaft symbolisch zu bezeugen, dass man natürlich auch das Verhalten von anderen beeinflussen oder auch kontrollieren kann. Das heißt, die Leute, das ist die Grundüberlegung, wissen sehr viel über die absolute ubiquitäre Verwendbarkeit von Geld, wie das Georg Simmel in seiner Philosophie des Geldes beschrieben hat, die ja eigentlich eine Soziologie des Geldes gewesen ist. Und zugleich, dass diese ubiquitäre Verwendung von Geld für multiple, keineswegs nur ökonomische, sondern zugleich soziale Zwecke verwendet werden kann, wie das in der Kultursoziologie des Geldes von Salazar, das ist eine Kollegin aus den USA, in verschiedenen Studien sehr schön illustriert worden ist. So, die Leute wissen also ziemlich viel, die Grundannahme über die soziale Usability, die soziale Verwendbarkeit von Geld. Aber, und das ist unsere Forschungsfrage gewesen, ja, was wissen die Leute eigentlich über Geld? Was wissen die Leute über Geldschöpfung? Was wissen die Leute über Gelddeckung? Und was wissen die Leute über die institutionellen Grundlagen der monetären Ordnung? So, und diese Forschungsfrage haben wir dann empirisch untersucht. Das ist das Untersuchungsdesign gewesen. Das ist eine Studie, die im Herbst 2017 durchgeführt worden ist. Eine Bevölkerungsumfrage, also eine repräsentative ist das gewesen. Herr Sonnenberg hat ja schon einführend gesagt, das Sample war 2000 und die Grundgesamtheit war die Wohnbevölkerung in Österreich. Und diese empirische Studie, die von der Österreichischen Nationalbank finanziert worden ist, durften wir an eine quartalsmäßige Befragung der ÖNB, der Österreichischen Nationalbank, andocken. Und auf einem Workshop vor einigen Jahren der Deutschen Bundesbank in Hamburg habe ich erfahren, dass alle nationalen Notenbanken im Euroraum quartalsmäßig eine Befragung durchführen. Aber wir haben das jetzt hier in Österreich durchgeführt und wir konnten unsere Befragung an diese Befragung der Österreichischen Nationalbank andocken. Und rechts sehen Sie die soziodemografische Zusammensetzung des Samples differenziert nach Geschlecht, Alter, Bildungsbeteiligung, Erwerbsstatus
und Haushaltseinkommen. Okay, jetzt zu dem ersten Punkt. Was wissen die Leute eigentlich über Geld? Da gibt es inzwischen doch sehr viele Daten über die finanzielle Allgemeinbildung der Leute. Das läuft in dieser Forschungsschiene von Financial Literacy. Und in dieser Forschung zu Financial Literacy wird zum Beispiel gefragt, ob die Leute rechnen können, ob sie Prozent rechnen können, ob sie die Grundrechenarten beherrschen, ob sie die Finanzprodukte beispielsweise der Banken verstehen, ob sie in der Lage sind, wie es in diesen Untersuchungen heißt, Geld vernünftig anzulegen, ob sie beispielsweise planen können, eine private Altersvorsorge, ob sie wissen, was Derivate sind und so weiter und so fort. In unserer Studie haben wir die Leute nicht nach ihrem Finanzwissen, nicht nach ihren mathematischen Kompetenzen gefragt. Wir haben die Leute gefragt, was sie über Geld darüber hinaus wissen. So, wir haben die Leute gefragt, wie kommt das Geld in die Welt? Also wie entsteht Geld? Geldschöpfung, die erste Dimension, die wir abgefragt haben. Die zweite Dimension ist Geld gedeckt, etwa durch Substanzwerte, durch Gold, also Gelddeckung. Und die dritte Dimension, Geldinstitutionen, die haben wir so operationalisiert, dass wir gefragt haben, ob die Probanden wissen, welche Institution für die Geldwertstabilität im Euroraum zuständig ist. So, und aus diesen drei Dimensionen, Schöpfung, Deckung und Geldinstitution, am Beispiel der Geldwertstabilität, haben wir dann einen Index gebildet, einen Index über das Geldwissen der Leute. So, ich möchte Ihnen jetzt zunächst die deskriptiven Ergebnisse vorstellen, das habe ich ein bisschen größer gemacht, die erste Dimension, Geldschöpfung. Also das sind die, auf der linken Seite sind die Antwortkategorien für die erste Dimension. Das ist eine, das sind so ein paar Folien, die wir für internationale Konferenzen aufgearbeitet haben. Wir haben natürlich die Probanden in Deutsch hier in Österreich gefragt. Also die richtigen, und das ist jetzt wichtig, die richtigen Antwortkategorien haben wir mit einem Stern markiert. Also ich habe das hier nochmal rot eingekreist. Was ist eigentlich richtig? Hier folgen wir jetzt ganz streng der Definition der EZB. Geld ist M1, also Bargeld. Das, was auf dem Girokonto ist, Tagesgeldkonto, plus M2, Spareinlagen, Laufzeit 3 Monate. Sie kennen das, Termineinlagen mit einer Laufzeit bis 2 Jahre. So anzumerken ist, dass gegenwärtig das Verhältnis zwischen Cash und Depositen, hier folge ich Josef Huber, 20 zu 80 oder wahrscheinlich eher inzwischen 10 zu 90 ist. So, und wenn wir dieser Gelddefinition der EZB folgen, dann sind 2 Antworten korrekt. Item 1 und Item 3. Also in der ersten Dimension Geldschöpfung, das erste Ergebnis ist, dass die große Mehrheit glaubt, dass Geld gedruckt wird. Und die Leute wissen also nicht, wie Geld in die Welt kommt, dass der größte Teil des zirkulierenden Geldes geschöpft wird, indem private Banken Kredite vergeben und nicht Banken, also Unternehmen und Haushalte, das sind nur hier 12%. Sie wissen nicht, dass Depositen, um eine Formulierung von Bray zu verwenden, durch Keystroke, also durch Tastendruck erzeugt wird, also durch einen Schreibvorgang im Modus der Bilanzverlängerung. Offenbar glauben die Leute, dass Depositen und Debitkarten das gleiche sind wie Banknoten. Sie wissen nichts also über das reale Verhältnis von Bar- und Giralgeld, nichts über die Praktiken der Bilanzverlängerung, nichts über Fractional Reserve Banking, über die Deckung von Giralgeld durch Zentralbankgeld, also das, über das Ausmaß, da wissen sie nichts. Eigentlich ist das wahrscheinliche Verhältnis wohl inzwischen ganz, ganz deutlich unter 20 zu 80, wenn man beispielsweise bedenkt, dass ein Teil des Bargeldes gar nicht im Umlauf ist, also beispielsweise gehortet wird, ins Ausland oder aus dem Euroraum überwiesen wird,
irgendwo möglicherweise als Parallelwährung zirkuliert. In diesem Zusammenhang will ich an Montenegro erinnern. Da gibt es ja ein inoffizielles Agreement mit der EZB, dass diese inoffizielle Euro-Währung in Montenegro toleriert. So, das sind die Antwortkategorien in der zweiten Dimension. Gelddeckung. Alles noch deskriptiv. Die große Mehrheit glaubt, dass Geld durch Gold gedeckt sei, also dass es einen Goldstandard geben würde. Die klassische Annahme von Georg Simmel in der Soziologie, dass Geld allenfalls gedeckt sei durch den Glauben der Leute, also solange jedenfalls Geld von generalisierten Dritten, um eine Formulierung von George Herbert Mead, als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Hier scheint die Antwortkategorie 4 auf, das sind immerhin 11%. 25% unseres Samples, knapp 25%, teilen die Sicht vieler Ökonomen, dass Geld durch die Gesamtheit der produzierten Waren gedeckt sei und Banken Kredite für Güter, also sogenannte reale Gegenwerte gewähren würden, also beim Kauf eines Hauses, beim Autokauf, bei Maschinen und so weiter und so fort. Wir gehen allerdings davon aus, also auf der linken Seite wieder mit einem Sternchen versehen, dass die Kategorie 6 zutreffend ist, weil Geld ganz überwiegend produziert wird, indem Banken Kredite vergeben. Nun hat aber die Finanzmarktkrise von 2008 gezeigt, was passiert, wenn Kredite und Schulden benutzt werden, um andere Vermögenswerte, also Assets, abzusichern, in Anführungsstriche, also und die faulen Kredite, wir kennen das, wollte da keiner mehr haben. So, kommen wir nun zur dritten Dimension, also das sind dann 7%. Kommen wir dann zur dritten Dimension, zu den Geldinstitutionen. Ich habe es ja schon gesagt, das haben wir operationalisiert über die Frage, was denken Sie denn, wer für die Geldwertstabilität im Euroraum zuständig ist. Und hier geben immerhin 60% der Befragten an, dass es die nationale Notenbank, hier die Österreichische Nationalbank, sei, die für die Wertstabilität des Euro zuständig ist. Sind knapp 58%, die EZB angeben. So, aus diesen drei Dimensionen haben wir nun einen Index gebildet, einen Index des Geldwissens, also erste Dimension Geldschöpfung, zweite Dimension Gelddeckung und dritte Dimension Geldinstitutionen. Und auf der rechten Seite, ganz rechts, beim Indexwert 15, das sind dann alle Antworten richtig, weil ganz links auf der Seite Indexwert 1, alle Antworten sind falsch. Das grau unterlegte Indexwert 12, hier sind gleich viele, die gleich falsche Antworten. Und Indexwert 2 bis 11 bedeutet mehr falsche Antworten als richtige. So, daraus haben wir dann drei Zonen gebildet. Die Zone des Wissens, das sind insgesamt von unseren 2000 Probanden, die wir befragt haben, 0,3%, also die alles richtig angegeben haben. In der Zone der Ignoranz sind 88%, also was hier schwarz markiert ist, 88%, etwas mehr als 88% verortet. Und in der Zone des ambivalenten Wissens sind es 14,5%. So, das haben wir gefragt. Ja, wie ist denn eigentlich in unserem Sample das Wissen oder wir müssen jetzt besser sagen, das Nichtwissen der Befragten verteilt, also sozialstrukturell verteilt. Also und hier jetzt das Wissen über Geldschöpfung. Können wir da irgendwelche sozialstrukturellen Muster erkennen? Also wir wollten zum Beispiel wissen, hängt das Geldwissen der Leute ab von soziologisch relevanten Faktoren, also von soziodemografischen oder sozioökonomischen Einflussfaktoren, die ich jetzt hier auf der linken Seite nochmal dargestellt habe. Also wissen die Befragten beispielsweise mit hoher Bildung mehr über Geld? Hängt das Wissen von weiteren Dimensionen ab, wie Gender,
Lebensalter oder Erwerbsstatus. So, und die Ergebnisse sind eindeutig. Schauen wir nun mal diese beiden Dimensionen an. Über alle sozialen Kategorien hinweg ist das Geldwissen sehr gering. Wir haben also nur sehr geringe sozialstrukturelle Unterschiede in unserem Sample feststellen können. Also wenn man sich das hier mal anschaut, bei Gender, beim Lebensalter ist es fast identisch, auch bei der Bildungsbeteiligung. Das ist hier vielleicht ein kleiner Ausreißer, die Selbstständigen vom Erwerbsstatus, die geben immerhin zu 22% hier an, dass Banken schöpfen über die Kreditvergabe an Private. Das heißt, ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Dimension der Gelddeckung. Das ist die zweite Untersuchungsdimension. Auch hier sehen wir, dass Gender und Bildung beispielsweise keinen relevanten Effekt haben. Das heißt, das Nichtwissen der Leute über Geld ist gleich verteilt. Alle demografischen und sozioökonomischen Variablen spielen keine Rolle. Gender ist wirklich Bildungsbeteiligung, berufliche Position, Einkommen, all das ist überhaupt nicht relevant bei der Frage, was die Leute über Wissen, über Geld wissen und was nicht. Wir haben also ein sozial strukturell indifferentes Nichtwissen über Geld jenseits von Gender und Alterskohorte. Oder um mal Ulrich Beck an dieser Stelle zu paraphrasieren, jenseits von Stand und Klasse festgestellt. Die Folie zur sozialen Verteilung des Wissens in der dritten Dimension, Geldinstitutionen, habe ich nicht dabei, aber auch hier gibt es keinen relevanten Effekt. Mit einer Ausnahme vielleicht, dass also wer jetzt für die Geldwertstabilität zuständig ist, die Nationale Notenbank oder die EZB, das wissen dann schon mehr höher gebildete beziehungsweise Selbstständige. So, diese Tabelle fasst nun die Ergebnisse, also zunächst ist das ja alles deskriptiv gewesen, die Ergebnisse unseres Regressionsmodells zusammen. Hier haben wir, um es ganz kurz zu machen, den Index, also den Geldindex, sehen Sie da rechts oben, als abhängige Variable genommen und Gender, Alter, Einkommen und Bildung als unabhängige und Modell 1 da in der Mitte. Das ist die bivariate Korrelation zwischen der abhängigen Variable, also dem Geldindex, dem Wissen, Geldwissensindex und den unabhängigen Variablen auf der linken Seite von Gender bis Bildungsbeteiligung. Und Modell 1 ist die multivariate Regression. Und unsere Ergebnisse, das sehen Sie unten, sind valide. Das heißt, die Ergebnisse dieser multivariaten Analyse bestätigen unsere deskriptiven Befunde eindeutig. So, kommen wir nun zur zweiten Frage, also Geldwissen. Die zweite Frage ist Geldverwendbarkeit, Usability nennen wir das. So, und da vielleicht noch mal kurz, wie wir da als aus einer soziologischen Perspektive herangehen, Usability. Also Ökonomen sammeln umfangreiche Daten über die Verwendung des Einkommens im privaten Haushalt, über die Spar- und Konsumquote, die Verwendung im Haushalt nach Bedarfsfeldern, Wohnung, Nahrung, Bildung, Freizeit, alles haben wir nicht nachgefragt. Stattdessen haben wir gefragt, was meinen die Leute, was man mit Geld so alles anstellen kann? Obwohl, das haben wir jetzt im ersten Teil festgestellt, die Leute gar nicht wenig bis nichts über Geld wissen. Also es geht um die potenzielle Verwendbarkeit. Und da es hier eine repräsentative Erhebung ist, haben wir natürlich sowohl Probanden gefragt, die über mehr oder viel Geld verfügen, jedenfalls soweit das im Rahmen eines solchen Samples möglich ist. Also die Superreichen, die sind natürlich für uns in der empirischen Sozialforschung unerreichbar. Also Leute, die irgendwie mehr oder viel Geld haben, als auch Leute sind im Sample drin, die über wenig Geld verfügen, also Geldarme und Vermögensarme. So, und
zur Verwendbarkeit oder zur Verwendung von Geld sind die Antworten der ökonomischen Theorie ja ganz eindeutig. Also da nochmal kurz zusammengefasst, die ökonomischen Geldfunktionen, mit Geld kann man Waren kaufen, Rechnungen begleichen. Dahinter steht die Tausch- und Warentheorie des Geldes. Mit Geld kann man investieren, sparen, anlegen, kann man das als Geld, als Kredit aufnehmen. Man kann mit Geld Schulden tilgen, die Kredittheorie. So, das haben wir jetzt einfach mal schlicht unterstellt. Das wissen natürlich auch in einem alltagspraktischen Sinne unsere Befragten. Deswegen haben wir im zweiten Teil unserer Untersuchung die ökonomischen Geldfunktionen nicht eigens abgefragt. Das haben wir einfach unterstellt, die wissen das. Wir haben hingegen das, also im unteren Teil dieser Tabelle, wir sprechen hier von soziologisch relevanten Formen der sozialen Verwendung oder Verwendbarkeit von Geld, das haben wir abgefragt. Und diese vier Dimensionen haben wir eigentlich aus der soziologischen Gelddebatte seit Simmel abgeleitet. Geld als Vehikel für individuelle Freiheit, das ist das Simmelsche Argument. Geld als Statussignal, als Mittel der sozialen Distinktion. Dieses Argument findet man schon Ende des vorletzten Jahrhunderts bei Fablin oder bei Michel Lamont, eine französische Soziologin, die in den USA Soziologie betreibt. Geld als Mittel der Vergemeinschaftung, das ist ein zentraler Befund von Salazar, also der US-amerikanischen Kultursoziologie des Geldes. Und natürlich das klassische Argument, Geld als Instrument der Kontrolle, der Disziplinierung und Steuerung. Marx, Weber, Ganzmann, Deutschmann, Uwe Schiemann als Beispiele. So, und diese vier sozialen Verwendungsweisen, die wollten wir jetzt empirisch auch überprüfen. Und hier sind die Ergebnisse eindeutig. Die Leute wissen viel über die alltägliche Verwendbarkeit des Geldes. Jedenfalls wissen die Leute mehr, um das vielleicht mal an dieser Stelle anzumerken, als in den ökonomischen Lehrbüchern drinsteht. So, da haben wir nun, um das zu untersuchen, eine Faktorenanalyse gemacht. Ich möchte jetzt nicht groß darauf eingehen, was eine Faktorenanalyse ist, aber ganz kurz, die Faktorenanalyse ist ein Verfahren, um von Variablen bzw. Items, die auf der linken Seite dargestellt sind, auf Konstrukte, auf Variablengruppen zu schließen. Das ist F1 bis F7. Das ist eine Operationalisierung unserer Gelddimensionen, die wir nicht eigens abgefragt haben. Also, und da wird dann untersucht, wie stark korrelieren diese Items untereinander, und dort, wo die höchsten Werte oder die höchsten Korrelationen sind, da, so heißt es in der Sprache der Faktorenanalyse, lädt ein Item auf den Faktor, sodass man, also sozusagen ein Versuch, sozusagen die Items einem Faktor zuordnen zu können. So, und jetzt will ich da einmal mit Ihnen da durchklicken. Das Ergebnis ist, schauen wir uns erstmal F2 an, Gemeinschaftsstärkung, Gemeinschaftsfunktion des Geldes. Die Leute wissen, mit Geld kann man nicht nur Güter kaufen und verkaufen. Mit Geld kann man auch, oder Geld kann man auch hingeben, ohne dass dieses Hingeben verrechnet werden muss. Geld kann man verschenken, spenden, vererben. Mit Geld kann man eine Gemeinschaft unterstützen, die soziale Kohäsion stärken in Familie und Partnerschaft. Mit Geld kann man gemeinnützige Organisationen unterstützen, die Spende, also auf der linken Seite können Sie das nachvollziehen bei unseren Items. Also Geld kann man verwenden, nicht nur auf Märkten, nicht nur für Marktzwecke, sondern auch als Gabe, etwa in Gemeinschaften oder privaten Haushalten. Ich möchte an Max Weber erinnern, der in seiner Wirtschaftssoziologie den privaten Haushalt als, Zitat Weber, hauskommunistische Gemeinschaft beschrieben hat. Die Leute wissen natürlich noch viel mehr. Der Besitz F1, Freiheitsfunktion des Geldes, der Besitz von viel Geld
ist eine Verheißung, ein Versprechen auf Freiheit, Georg Simmel. Die Leute wissen, mit Geld kann man sich von anderen unterscheiden, Distinktion F3. Mit Geld kann man also signalisieren, den sozialen Status, den eigenen sozialen Aufstieg demonstrativ zur Schau stellen oder auch zeigen, dass man nicht zu jenen gehört, die sozial abgestiegen sind, sondern zu jenen, die Aufsteiger sind und dazugehören wollen. Kurzum, mit Geld kann man soziale Aspirationen unterfüttern, aber natürlich auch kulturelle Aspirationen, etwa den Bildungsaufstieg. Mit Geld kann man noch viel mehr machen. Das habe ich jetzt mal hier in der zweiten Folie dargestellt. F4, F6, F7, Geld als Vehikel oder als Konfliktgenerator, als sozialer Konfliktgenerator. Das lasse ich jetzt mal weg, das ist F5. Die Leute wissen, Geld wird gezahlt, gekürzt, gestrichen ohne oder eine Nichtzahlung angedroht, um das Verhalten von anderen zu kontrollieren, zu disziplinieren. Das heißt, die Leute wissen, dass Geld genutzt werden kann, um das Verhalten von anderen zu beeinflussen, um unerwünschtes Verhalten zu belohnen, um abweichendes Verhalten zu sanktionieren. Und zwar keineswegs nur auf Märkten, sondern auch F7 in Gemeinschaften, in Familie, Partnerschaft, im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, also beispielsweise der Entzug des Taschengeldes und natürlich auch im Verhältnis zwischen Staat und Bürgern. Denken Sie an die Gewährung von Subventionen, das Zahlen müssen von Bußgeldern oder die Gewährung von Sozialtransfers. Natürlich auch in Betrieben, F6, also im Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten, wenn Boni gewährt oder Leistungsprämien oder Ähnliches gewährt ist. All das ist unseren Befragten bestens vertraut. So, also drei zentrale Befunde. Ich gehe da jetzt mal ganz schnell durch. Der erste Befund ist, die Leute wissen nichts über Geld. Der zweite Befund ist, sie glauben an Geldmythen und machen sich illusionäre Vorstellungen von Geld. Und obwohl sie nichts wissen über Geld und sie fiktionale Erwartungen über Geld haben, ein Begriff von Jens Beckert, gehen Sie mit der größten Alltagsvertrautheit mit Geld um, und zwar für multiple soziale Zwecke, keineswegs nur für Markt- und Tauschzwecke. Ganz am Ende habe ich nochmal unsere soziologischen Geldverwendungsweisen zusammengefasst. So, unser Befund ist also, die Leute glauben an Geldmythen, Substanzwert, Gold. Allerdings, und hier kommt die soziologische Theorie ins Spiel. Diese Geldmythen sind kein falsches Bewusstsein, denn Geldmythen stimulieren im Sinne des klassischen Thomas-Theorems die Verwendung von Geld. Also das heißt, diese Geldmythen können reale Effekte auslösen und zwar sowohl auf der Mikro- als auch auf der Meso- und der Makroebene von Ökonomie und Gesellschaft. Allerdings, und das ist jetzt der springende Punkt, diese Geldmythen müssen sich bewähren. Was heißt das? Geldmythen im Alltag der Leute sind permanente Bewährungsproben. So nennen wir das im Anschluss an die französische Wirtschaftssoziologie von Luc Boltanski und Thévenot. Die müssen diesen permanenten Bewährungsproben ausgesetzt. Das heißt, Geld wird alltäglich ubiquitär von den Leuten verwendet, immer und immer wieder, so lange, und das ist jetzt der springende Punkt, die Wertstabilität des Geldes stabil ist. Genauer müsste man eigentlich formulieren, dass solange die Leute von einer Wertsubstanz des Geldes ausgehen, beziehungsweise diese unterstellen, oder in den Worten von Georg Simmel, solange die Vorstellung unter den Leuten überwiegt, dass das Geld, Zitat Simmel, seinen Wert unverändert behalte. In diesem Zusammenhang will ich an Simmel erinnern, der sagt, dass die Vorstellung von wertstabilem Geld eine, Zitat, praktisch notwendige Fiktion sei, ein bisschen moderner formuliert, um Unsicherheiten zu reduzieren
und Sicherheiten vorzutäuschen. Das ist ja das klassische Phänomen der Geldillusion. Diese Geldillusion ist nach Simmel eine Folge der Funktion des Geldes als Rechenmittel. Damit ist gemeint, dass Wirtschaftsakteure so handeln, als ob Geld einen absoluten Preis hat. Deswegen wird auch, und hier folgen wir Simmel, das Nachfrage- und Angebotsverhalten nicht von relativen, sondern von absoluten Preisen bestimmt. So, hinzu kommt nun, dass Geld alltäglich verwendet wird, solange, also das ist sozusagen die Bewährung, solange Geld akzeptiert wird von allen anderen, solange Bargeld vom Konto abgehoben werden kann, solange man Gold in Bar tauschen kann oder mit Kreditgeld kaufen kann, solange die Leute bereit sind, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu fahren, um für Geld in einem Betrieb zu arbeiten, solange sich der Beschenkte über ein Geldgeschenk freut, denken Sie an das erste Beispiel, das ich Ihnen einführend genannt hatte, solange Geld als Statussignal funktioniert, solange Geld als Kontroll- und Disziplinierungsinstrument funktioniert. Kurzum, Geld oder Geldmythen werden so lange nicht enttäuscht, wie Geld mehr ist in der Wahrnehmung der Leute als ein leeres, als ein bedeutungsloses Zeichen. Und die monetäre Ordnung, so könnte man hinzufügen, reibungsarm funktioniert. Hingegen erodieren diese Geldmythen umso schneller in Finanzmarkt- und Währungskrisen. Und irgendwann beginnt dann dieser Mythenzyklus von neuem. So, unsere empirischen Befunde sind nun wahrlich keine große Überraschung für die soziologische Geldtheorie. Aber, und das ist jetzt, da brauche ich jetzt irgendwie, glaube ich, noch 5 Minuten für, wie können wir in einem soziologischen Sinne dieses Paradoxon erklären? Nochmal zur Erinnerung, auf der einen Seite links, die Leute wissen sehr viel über Geld. Sie gehen in ganz unproblematischer Weise in normalen Zeiten natürlich mit Geld um. Und keiner stellt es in Frage, dass man für ein Stück Papier oder für eine Zahlungskolonne eine begehrte Ware bekommt. Die Leute haben also ein sehr solides, praktisches Wissen über Geld. Auf der anderen Seite benutzen die Leute Geld ohne jegliches theoretisches Wissen. Sie müssen auch gar nicht Bescheid wissen über den Unterschied der Tausch und also zwischen der Tausch- und Kredittheorie des Geldes oder was die soziologische Kulturtheorie des Geldes so alles sagt. Sie brauchen auch nicht wissen, was Fractional Reserve Banking ist. Das ist ein paradoxer, scheinbar paradoxer Befund, obwohl die Leute nicht wissen, dass Geld nicht durch Gold gedeckt ist. Obwohl die Leute den Unterschied zwischen Bargeld und Giralgeld nicht kennen, nicht wissen, wie Giralgeld in die Welt kommt und das Geld eigentlich, um es mit Niklas Luhmann zu formulieren, kaum mehr ist als ein Zahlungsversprechen auf Zahlungsversprechen. Obwohl die Leute all das nicht wissen, was Banken und Zentralbanken eigentlich machen, gehen sie mit der größten Selbstverständlichkeit im Alltag um. Warum ist das eigentlich so? Wie kann man diese Paradoxie erklären? Und das fand ich ja ganz interessant, Herr Sonnenberg, was Sie erzählt haben über Ihre Kinder oder über die 12-jährigen Kinder, von denen Sie gesprochen hatten. Wir haben eine kleine Vorstudie gemacht. Wir haben nämlich Volksschulkinder befragt. Also in Österreich heißen die Grundschulen Volksschulen. Und zwar im Alter von 7, das ist auch eine standardisierte Befragung, die wir mit Masterstudierenden bei unserem Institut für Soziologie durchgeführt haben. Das ist hier eine der Volksschulen, wo wir diese Befragung durchgeführt haben, und zwar bei 2- bis 4-Klässler im Alter von 7 bis 11. Ganz kurz zusammengefasst, die Kinder wissen fast so viel wie Erwachsene, was man mit Geld so alles anstellen kann. Die Kinder wissen natürlich, dass man mit Geld was kaufen kann, dass man Geld schenken kann oder geschenkt bekommt, dass man andere, das Verhalten von anderen kontrollieren kann,
durch die Gewährung oder durch die Streichung von Geldzahlungen und so etwas. Aber, und das ist jetzt der interessante Punkt, die von uns befragten Erwachsenen, unsere empirische Studie, wissen über Geld ansonsten kaum mehr als Kinder, wenn es etwa um die Frage geht, wie Geld in die Welt kommt. Kinder geben an, die haben wir nämlich auch gefragt, wie kommt das Geld eigentlich in die Welt? Und die Kinder sagen genauso wie die Erwachsenen, Geld wird gedruckt. Natürlich sagen sie nicht von der Zentralbank oder von der EZB, das kennen die Kinder natürlich nicht. Die sagen, die haben uns gesagt, ja, das Geld wird gedruckt vom Bürgermeister oder vom Kanzler. Damals, aber das kommt aufs Gleiche raus. Unsere Schlussfolgerung ist, wir alle erlernen von klein auf den alltäglichen Umgang mit Geld und was Geld eigentlich ist. Ich möchte mit einem Zitat von Max Weber aus seiner Wissenschaftslehre schließen. Kein normaler Konsument weiß heute auch nur ungefähr um die Herstellungstechnik seiner Alltagsgebrauchsgüter, meist nicht einmal darum, aus welchen Stoffen und von welcher Industrie sie produziert werden. Ihn interessieren eben nur die für ihn praktisch wichtigen Erwartungen des Verhaltens dieser Artefakte. Nicht anders steht es aber mit sozialen Institutionen wie etwa dem Gelde. Wie dieses eigentlich zu seinen merkwürdigen Sonderqualitäten kommt, weiß der Geldgebraucher nicht, da sich ja selbst die Fachgelehrten darüber heftig streiten. Das ist ein Zitat von Max Weber von 1904. Das heißt, Geld ist eine soziale Institution. Geld zu verwenden im Alltag, das funktioniert so ähnlich wie Autofahren. Um Autofahren zu können, muss ich kein Autokonstrukteur sein, brauche nicht zu wissen, warum und wie der Motor funktioniert. Ich brauche nicht zu wissen, wie die Elektronik, das Navigationsgerät funktioniert. Ich benötige keinerlei Expertenwissen, um ein Auto fahren zu können. Das ist beim Geld genauso. Die Verwendung von Geld, das ist Gewohnheitshandeln, das ist institutionalisiertes Gewohnheitshandeln. Eine theoretische Schlussfolgerung ist also, was wir brauchen, um die sozialen Grundlagen monetärer Ordnungen besser zu verstehen, das wäre eine soziologische Institutionentheorie des Geldes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Professor Krämer, vielen Dank für diesen doch sehr interessanten Einblick. Ich finde gerade das Zitat am Ende von Max Weber sehr treffend, sehr ähnlich mache ich das auch in vielen Workshops mit Mitschülern oder auch Erwachsenen, dass das eben ein Alltagsgegenstand ist, den wir jeden Tag benutzen, um mal über seine Stofflichkeit, wo er herkommt, wie er entsteht, so wenig wissen. Ich würde gleich mit einer Frage starten, bevor wir dann an alle Teilnehmer die Fragen öffnen. Wie gesagt, gerne kurz über den Chat ankündigen. Und zwar haben Sie gesagt, diese Geldmythen, die Sie ja jetzt auch empirisch nachgewiesen haben, zumindest in der österreichischen Bevölkerung, in ihrer Stichprobe, die müssen sich bewähren. Aus der Politikwissenschaft wäre das ja so ein bisschen das Output-Prinzip, sprich das Prinzip der Nützlichkeit. Dann wäre das legitimiert, diese Geldordnung auch. Frage ist aus Ihrer Sicht, wann ist diese Nützlichkeit, dieses Bewähren dieser Geldmythen nicht mehr gegeben? Reichen da so Sachen wie eine Vermögenspreisinflation, die wir an den Aktienmärkten, in Immobilienkäufen sehen, aus oder Kreditklemmen in der Realwirtschaft? Oder ist das alles noch zu abstrakt für die meisten Menschen, um diese Mythen quasi loswerden zu wollen? Oder braucht es da wirklich viel extremere Krisen aus Ihrer Sicht? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also wenn wir diese Frage in der Soziologie beantworten könnten, also wann soziale Ordnungen kollabieren, wann monetäre Ordnungen kollabieren, also dann hätten wir, glaube ich, den Stein des Weisen gefunden. Ne? Also Prognosen über zukünftige Entwicklungen, wann so ein Point of no return erreicht wird, die sind nicht machbar. Das geht nur nach meiner Überzeugung aus der
aus der Perspektive, wenn man zurückschaut, im Getümmel einer sozialen Situation, in der eine soziale Ordnung, bleiben wir mal bei der Geldordnung, ins Wanken gerät, das ist nicht prognostizierbar. Im besten Falle könnte man unterschiedliche Indikatoren oder unterschiedliche Phänomene in den Blick nehmen. Also das zentrale Argument der Soziologie ist kein Argument, und da würde ich die Geldsoziologie abgrenzen von politikwissenschaftlichen Zugängen, wenn die Nützlichkeit, was ist das eigentlich, wenn die Nützlichkeit des Geldes zur Disposition gestellt wird. Ich meine, das ist natürlich völlig klar, wenn ich mit Geld nichts mehr kaufen kann und keiner mehr sozusagen bereit ist, gute Ware gegen schlechtes Geld herzugeben, dann hat sich natürlich die soziale Stabilität einer Geldordnung pulverisiert. Aber das entscheidende Argument der Soziologie ist, dass, und darauf habe ich ja angespielt, also mit den vier Dimensionen der sozialen Verwendbarkeit des Geldes, dass es nicht nur um die Nutzbarkeit, um die ökonomische Nutzbarkeit zu Marktzwecken, zu ökonomischen Zwecken geht, sondern auch die symbolische, ja, ich würde schon fast sagen, die rituelle Bedeutsamkeit von Geld nicht zur Disposition gestellt wird. Also dieser Onkel bei der Geburtstagsfeier, wo dann die Erwachsenen und die Eltern, die Großeltern dabei waren, der hatte ja durchaus mehr als rudimentäres theoretisches Wissen über die drohende Instabilität der Finanzmärkte mit dem Crash von Lehman Brothers Ende 2008. Aber mit der größten Naivität hat er sein theoretisches Wissen beiseite geräumt und paradoxerweise ein Geldgeschenk gemacht und damit seine Prophezeiung bringt euer Geld in Sicherheit faktisch dementiert. Wenn die Leute sich nicht mehr freuen über Geldgeschenke, weil damit kann ich nichts mehr machen. Wenn also sozusagen der soziale Modus der Verwendbarkeit von Geld in Frage gestellt wird, dann sind sozusagen die sozialen Grundlagen stabiler monetärer Ordnungen obsolet geworden. Ja, vielleicht noch eine kurze Anschlussfrage. Gab es denn auch, also ich kenne es so, Erkenntnis entsteht häufig aus Irritation auch, gab es da auch in den Umfragen, jetzt in Ihrer Erhebung auch quasi Reaktionen, wenn dann die Befragten festgestellt haben, was die richtige Antwort ist, gab es diese Diskussion, gab es da irgendwas? Nein, das ist eine standardisierte Befragung gewesen, die wir auch nicht durchgeführt haben. Das ist vom IFES in Wien durchgeführt worden, das ist so die erste Adresse der empirischen Sozialforschung, die machen für die OECD, für die Zentralbank, für die nationale Zentralbank, für die EZB, für die Weltbank und so weiter repräsentative Befragungen. Und die haben also von Wien also bis tief in den Westen hinein geschulte Teams, das ist ja auch eine Hausbefragung gewesen, ne? Also nicht am Telefon oder im Internet. Die Haushalte werden dort bis zu viermal angesteuert, um die optimalen Voraussetzungen für Repräsentativität zu haben. Und dann, läuft natürlich inzwischen so ab, dass die da mit dem Smartphone oder mit dem Tablet dann das Antwortverhalten gleich eingeben. Es ist auch illustriert worden mit Banknoten beispielsweise. Und anderen Sachen. Das ist eine voll standardisierte Befragung gewesen. Jeder bekommt die gleiche Frage. Die Antwortkategorien sind identisch gleich vorgegeben und die Reihenfolge der
Befragung ist identisch. Also das ist jetzt keine Befragung gewesen, die halb offene oder so etwas Teile hatte. Deswegen wissen wir darüber nichts. Und man muss wissen, die Zeit der Krise, die ja hier in Europa gar nicht so wahrgenommen worden ist. In Griechenland hat man das auf dem Höhepunkt der Zypern- beziehungsweise der Griechenland-Krise wahrscheinlich nochmal anders wahrgenommen. Diese Befragung ist in einer Nicht-Krisenzeit durchgeführt worden. Ja, ich würde dann jetzt das Feld für die Fragen öffnen. Petra, wenn du dein Audio aufhebst, dann geht das Wort an dich. Ich müsste eigentlich hörbar sein. Ja. Genau. Ja, hallo. Erst nochmal und danke für diese Erläuterungen zu der Studie, die ich auch vorher schon mal angeschaut hatte. Und mir ist bei diesen Fragen und bei der Einordnung als richtig oder falsch und jetzt auch mit Ihren Erläuterungen, dass diese Auswertung oder die Befragung halt gar nicht auch von Ihnen gemacht worden ist, sondern sozusagen standardisiert, was dann heißt auch anonymisiert und. Dann frage ich mich schon, ob man nicht an bestimmten Stellen auch sagen muss, die Fragen sind unter Umständen gar nicht so einfach, als mit Ja und Nein zu beantworten. Ja? Weil ist es denn tatsächlich eine Geldschöpfung, ja, wenn ein Bankenkunde sein Giralgeld in Bargeld umtauscht? Also der einzige Weg, mit dem ein Bürger an Bargeld kommt, ist eben der Tausch von Giralgeld, das die Banken irgendwann geschöpft haben, in eine Banknote. Also die ich mir einbilde, jetzt doch relativ viel zu wissen, ja, hätte diese Frage quasi laut Ihrer Standardisierung falsch beantwortet, ja, weil ich es nicht als Geldschöpfung sehe. Also insofern, ist Ihnen das bewusst, ist das mit eingeflossen? Und die zweite Frage, die sich auch bei mir irgendwie stellt, ist, Sie sagen, Ihre Studie oder die Auswertung der Studie hat keine Überraschungen ergeben. Was hätten Sie denn erwartet? Also was war Ihre, oder hatten Sie überhaupt irgendeine Erwartung, was dabei rauskommt? Oder ist es jetzt so eine, ja, wir schauen mal, ob jetzt unsere Annahme bestätigt wird, Studie. Danke. Ja, herzlichen Dank für Ihren Kommentar und Ihre kritischen Nachfragen. Also vielleicht noch mal zur Methode. Also warum haben wir uns für eine vollstandardisierte Befragung entschieden? Schlicht und einfach deswegen, weil es nach unserer damaligen Sichtung zwar einige standardisierte Befragungen aus dem Bereich New Psychology of Money in den USA gibt, die aber überwiegend aus einer individualpsychologischen Perspektive ohne diesen soziologischen Background diese Befragung durchgeführt haben und uns darüber hinaus nicht nur national, sondern auch international keine einzige wirklich hart repräsentative Befragung zum Geldwissen der Leute vorlag. Das war sozusagen das Grundmotiv. Und das ist natürlich immer so. Also ich habe ein sehr pragmatisches Verhältnis zu den verschiedenen Methoden der empirischen Sozialforschung. Man muss immer wissen und methodologisch reflektieren, was man mit einer Methode beobachten oder sehen kann und was nicht. Wir haben eine andere kleine qualitative Studie durchgeführt. Das sind Krisenexperimente gewesen, wie die Leute sich in Situationen verhalten, in denen sie nicht mit Karte bezahlen können, sondern nur mit Bargeld, beziehungsweise Krisenexperimente durchgeführt, in denen wir untersucht haben, wie die Leute im Café sich verhalten, in denen man also in Utrecht beispielsweise, wie die Geschäftsleute sich verhalten, wenn man sagt, ich kann nur mit Bargeld bezahlen. Also ich habe ein sehr pragmatisches Verhältnis zu diesem breiten Spektrum von empirischen Forschungsmethoden. Man gerät dann natürlich
nicht nur bei qualitativen Studien, sondern auch bei hochstandardisierten Befragungen an Grenzen. So, was ist jetzt richtig und was ist falsch? In unseren Publikationen haben wir das richtig und falsch auch immer in Anführungsstriche gesetzt. Wir folgen hier strikt der Definition der EZB aus der Perspektive dann auch bei der Frage der Gelddeckung. Ist die klassische Antwort von Georg Simmel, Geld sei durch das Vertrauen der Leute gedeckt. Das ist mehr eine Hypothese, nicht mehr. Vielleicht noch mal eine weitere Sache. Dieser Ökonomismus der Geldforschung ist ein weiteres wichtiges Motiv gewesen, wollten wir im Rahmen dieser standardisierten Befragung aufbrechen. Und was ist jetzt überraschend? Das ist für uns ein Anlass gewesen, diese sehr lange und breite Debatte innerhalb der Soziologie über was ist eigentlich Geld, die zuweilen auch nicht richtig, auch nicht oder nicht intensiv genug auch in der heterodoxen Ökonomie rezipiert worden ist. Diese intensive Debatte seit dieser klassischen Arbeit von Georg Simmel über Parsons bis hin zu Giddens und Luhmann, diese Hypothesen und diese Annahmen, diese spekulativen theoretischen Hypothesen im Rahmen, ist ein Versuch gewesen, im Rahmen einer empirischen Untersuchung, einer standardisierten, das mal zu überprüfen. Das für Ausgangs. Ich würde mich gerne zu Wort melden. Kann ich das? Geht das jetzt? Ja, Hermann Schmauder ist als nächstes dran. Ach so. Okay. Ja, guten Abend in der Runde nochmal. Ich habe ja kurz beim Chat eingegeben, was die Kurzfassung der ganzen Geldtheorie auf dem Dollar bedeutet. Jetzt frage ich in der Runde, wissen Sie, was auf dem Dollar steht? Was ist auf dem Dollar gedruckt, außer dieser Pyramide? Ja, jetzt können wir kabarettistisch anfangen. Also, zunächst steht da mal, in Gold we trust, in Gold. So, jetzt kam der Nixon mit dem Vietnamkrieg. Jetzt war kein Gold mehr da, das den ganzen Dollar gedeckt hat. Was hat man gemacht? Man streicht das L. Also steht immer drauf, schon immer stand es drauf, in God we trust. Also hat man dem Dollar eine transzendentale Wirkung zugesprochen, dass er eigentlich gedeckt ist von einer ganz höheren Macht, die übers Geld hinausgeht. Das steht schlichtweg auf dem Dollar. Und jetzt muss man dann wieder einbauen, wenn man den Dollar nimmt im Land, im USA-Land, dann steht natürlich bei USA drauf, ja, in God's own land. Die sind dann in Gottes eigenem Land. Und das hat ja jetzt auch im Moment der Obama geschrieben, dass er so ein auserwähltes Land hier darstellt. Und dann haben die gesagt, und wenn wir in einem auserwählten Land sind, dann passt ja alles mit dem Dollar. Was wollen wir mehr? Die Frage ist nur, dass die Amis einen ganz großen Teil an Lebensversicherungen abschließen, weil sie eigentlich kein Gottvertrauen haben. Also aber auch im Dollar steht's. Das ist jetzt der erste Einstieg, wie man die Leute eigentlich dann packt. Und das Zweite ist dann, wenn man dann sagt, in God's own land, und dann, wer noch die ganze Geldgeschäfte betreibt, sagt, ja und wir, die wir Geld haben, we are the chosen people. Und was will man dann einer Währung unterstellen, dass sie nichts wert ist? Das ist eine kurze, kabarettistische Kurzfassung. Das war dann wohl eher eine Wortmeldung oder gibt es noch eine Anschlussfrage? Wohl nicht. Dann vielen Dank dafür, trotzdem an alle anderen Teilnehmer. Bitte primär schauen, dass wir unsere Fragen konzentrieren und die vielleicht auch entsprechend im Hinblick auf alle anderen kurz halten. Als nächstes hätten wir Katrin Latsch. Dein Audio sollte an sein. Gut, kannst du mich hören, Simon? Ja, wunderbar. Gut. Ich finde Ihre Arbeit sehr interessant, Herr Krämer, und habe zwei Fragen. Einmal würde ich gerne wissen, warum Sie das eigentlich machen, was Sie persönlich daran interessiert. So Ihre Motivation würde mich interessieren.
Und die zweite große Frage, die ich habe, Geld ist ja ein Machtinstrument und ein sehr starkes Machtinstrument. Und was heißen die Ergebnisse Ihrer Studie praktisch für diese Machtverhältnisse und auch für die Demokratie? Denn ich sehe das natürlich auch politisch und sehe, die Demokratie wird zunehmend als schwach erlebt. Ganz viele Menschen sagen, ja, so viele Bereiche unserer Gesellschaft sind zunehmend abhängig vom Geld. Und die wissen aber nicht, die meisten Menschen, dass wir eigentlich keine demokratische Kontrolle über die Geldschöpfung haben. Deshalb würde ich gerne einfach wissen, wie Sie die Machtfrage in Bezug auf die Ergebnisse Ihrer Studie sehen. Ja, Frau Latsch, herzlichen Dank für diese beiden Fragen. Also nochmal zur Motivation. Also ich verstehe mich als Wirtschaftssoziologe, aber ich verstehe die Wirtschaftssoziologie nicht irgendwie als Bindestrichsoziologie oder als Subdisziplin, sondern als eine Form der allgemeinen Soziologie. In diesem Sinne der Wirtschaftssoziologie, und da will ich an die Klassiker der Soziologie anschließen, Simmel und Weber, in diesem Sinne ist die Wirtschaftssoziologie eine Kritik an ökonomischen, an Mainstream-Ökonomie und an heterodoxer Ökonomie, weil wenn wir die Ökonomie verstehen wollen, geht das nicht ohne Kultur und Gesellschaft. Und es ist eine Kritik an der, ich sag mal, nicht nur Geld, sondern Ökonomie vergessenen Soziologie, in der, und das ist sehr ausgeprägt durch die kulturalistische Wende in den Sozialwissenschaften, vor allen Dingen in der deutschen Soziologie, wo man meinte oder meint, bis in die jüngste Zeit hinein, Kultur und Gesellschaft ohne Ökonomie zu verstehen. So, und im Besonderen gilt es natürlich eben auch, Heiner Ganzmann hat ja da viele Arbeiten zugemacht, zur Geldvergessenheit der Soziologie. Geld ist, also wir leben ja im Kapitalismus. Um den Kapitalismus zu analysieren, braucht man nicht Marx. Da reicht sozusagen der Max Weber vollständig aus. Um diesen Kapitalismus in seiner sozialen und kulturellen ordnungsstiftenden Funktion zu analysieren, geht kein Geld an der zentralsten, neben dem Privateigentum natürlich, an der zentralsten Institution, und zwar dem Geld, vorbei. Georg Simmel hat mal gesagt, Geld würde das Sacheigentum transzendieren. Also es ist sozusagen eine Potenzierung von Machtchancen gegenüber dem dinglichen oder sachlich gebundenen Eigentum. Also die Eigentumsansprüche werden gewissermaßen fluide. So, dann, was hat das zu tun mit unserer Demokratie? Naja, klar, das ist jetzt auch der ganz entscheidende Punkt. Oder mit der Stabilität und mit der Stabilität von demokratischen Ordnungen. Also es gibt ja, da bewege ich mich jetzt aus der Wirtschaftssoziologie heraus, es gibt ja bestimmte Felder, in politischen Entscheidungsprozessen, die in normalen Zeiten den demokratischen Entscheidungsprozessen da außen vor sind. Das ist die Außenpolitik und das ist die Geldpolitik. Also in der Außenpolitik oder in der internationalen Politik gibt es historische Ausnahmesituationen, wo sozusagen die politischen Funktionseliten ihre Entscheidungen rückgekoppelt sind mit Mehrheitsströmungen in nationalen Gesellschaften. Das ist in der Ära der
Ostpolitik von Willy Brandt so gewesen. Und das ist möglicherweise auch zum Ausdruck gekommen in der Entscheidung 2002 von Schröder, sich an den militärischen Aktionen damals nicht zu beteiligen. Bei der Geldpolitik, ich meine, das ist ja mit in der Schweiz mit der Volksbefragung da ja mal versucht worden. Da habe ich meine Zweifel. Also würde ich natürlich großartig finden, ob es gelingt, geldpolitische Weichenstellungen zu überdemokratische Öffentlichkeiten zu politisieren. Es gibt noch eine dritte Motivation, warum ich mich mit Geld beschäftige. Es gibt ja immer diesen Allgemeinplatz, der so heißt, der so funktioniert, also ohne Vertrauen keine Stabilität von Geldordnungen. Also der Begriff des Vertrauens wird, das ist immer so ein Platzhalter. Wenn man irgendwie nichts mehr erklären kann in der Soziologie oder in anderen Wissenschaften, dann redet man von Vertrauen. Auch beim Geld. Auch Simmel hat das gemacht. Und das ist eigentlich eine Quintessenz, die wir haben uns das ein bisschen nicht so richtig gedacht. Das ist wirklich ein überraschender Befund eigentlich. Oder für uns eine überraschende Interpretation gewesen. Beim Geld kommt es nicht auf Vertrauen an. Jedenfalls nicht in dieser Weise, wie das sozusagen immer so salopp gesagt wird. Was ist eigentlich Vertrauen? Vertrauen ist gebunden an zwei Voraussetzungen. Ich muss dann vertrauen, wenn ich nicht weiß, was die Zukunft bringen wird. Und wenn ich in der Gegenwart zwischen verschiedenen Möglichkeiten entscheiden kann. Also ich fliege jetzt irgendwie nach Düsseldorf, und dann wähle ich aus zwischen British Airways, die fliegen zwar nicht von hier aus, und Lufthansa. Und dann entscheide ich mich, oder Ryanair. Und dann entscheide ich mich für die Lufthansa, also beziehungsweise Austrian Airlines, das ist ja eine Tochter, weil ich sozusagen dieser Firma, diesem Konzern eher vertraue als anderen Marktanbietern. In vielen Situationen ist die Verwendung von Geld allerdings komplett alternativlos. Also faktisch gesehen, um Grundbedürfnisse befriedigen zu können oder um den Zusammenhalt einer sozialen Gemeinschaft zu symbolisch zu bezeugen, läuft heute mehr und mehr über Geld. Weil viele in der Soziologie sagen seit Luhmann, das sei eine funktional differenzierte Gesellschaft. Ja, aber es gibt ein Leitsystem und das nenne ich Kapitalismus nach wie vor. In dieser Gesellschaft ist die Verwendung von Geld alternativlos. Insofern ist die Frage des Vertrauens in diesen Normal Times eine Luxusfrage. Und das ist mir vorher nicht so klar gewesen. Und das ist eigentlich insofern für mich eine überraschende theoretische Konsequenz unserer Entwicklung. Also wer auch immer das war, ist dann äußerst geschmacklos und ich möchte bitten, das zu unterlassen. Gut, dann haben wir noch zwei Fragen angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Würde ich bitten, die Fragen vielleicht ein bisschen kürzer zu halten und gegebenenfalls auch die Antworten. Basti, du bist der Nächste. Okay. Also ich habe folgende Frage, und zwar, also erstmal, oder eine ganz kurze Anregung, ich fände es toll, wenn auch mal Banker vielleicht soziologisch, also wissenschaftlich fundiert befragt werden würden, wenn da auch nochmal rauskäme, wissenschaftlich nachgewiesenermaßen, dass die auch nicht ganz so genau wissen, wie da vieles funktioniert. Das fände ich sehr gut. Jetzt noch eine Frage, also mit der Sache, das Geld, also was wir heute haben, basiert auf Vertrauen. Ich stelle mir trotzdem die Frage, nachdem das Bargeld ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, also es besteht ja ein künstlicher Annahmezwang, weiß ich, dass wenn ich Bargeld habe und in einen Kaufvertrag
abschließe, ja, auch wenn ich ganz normal kaufe, dann ist also der Verkäufer verpflichtet, mir gegen dieses Geld dann eben aufgrund des Kaufvertrages eine Ware herauszugeben. Und dementsprechend hat dieses Geld doch eigentlich schon einen Wert, einfach weil es diesen Grundsatz gibt, dass ich auf jeden Fall, weil es ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, etwas dafür bekomme. Also einfach mal so, das wäre meine Frage. Wie Sie das sehen? Ja, also das, was ich gerade gesagt habe, also wirklich wunderbar, dieser kritische Einwand gegenüber dem, was ich gerade zum Vertrauensbegriff gesagt habe, weil das bringt mich dazu, das war jetzt so die erste steile These, die ich da gerade formuliert habe, es kommt nicht auf Vertrauen an. Das muss man differenzieren. Natürlich gibt es Bereiche, wo es auf Vertrauen ankommt. Das ist gar keine Frage. Also das haben wir jetzt nicht untersucht. Wir diskutieren das im Augenblick theoretisch. Denken Sie nochmal an die vier soziologisch relevanten Dimensionen der Verwendbarkeit von Geld. Es gibt Bereiche, wo das Vertrauen relevant ist und es gibt Bereiche, wo das Vertrauen nicht relevant ist. Wenn ich ein Bußgeld zu bezahlen habe, dann kommt es nicht darauf an, ob ich dem Geld vertraue. Ich kann auch völlig ungläubig sein oder dem Geld komplett misstrauen. Und auf Finanzmärkten, gibt es die einen, wir haben dazu in der Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung habe ich da einen kleinen Artikel geschrieben. Da gibt es Bereiche in der Finanzwelt, wo diejenigen, die vertrauen, eher die Naiven sind. Und Luhmann hat mal gesagt, ein funktionales Äquivalent für Vertrauen ist Misstrauen. Dann Befragung von Funktionseliten, Banker. Ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Schmölders in den 50er und 60er Jahren, ein Sozioökonom und Sozialpsychologe, der ziemlich vergessen ist, der hat ein schönes Buch geschrieben, das ist 1966 publiziert worden, über die Psychologie des Geldes. Schmölders, irgendwann Mitte der 80er Jahre ist er verstorben, hat Bundestagsabgeordnete in der dritten Wahlperiode des Deutschen Bundestages, das war in den 50er Jahren, auch repräsentativ, ich glaube mit Nölle Neumann damals befragt, was die denn eigentlich über das Geld wissen, insbesondere die Mitglieder des Finanz- und Haushaltsausschusses. Und das Ergebnis ist ähnlich gewesen wie unsere Ergebnisse. Es ist super reizvoll, sich jetzt so diese Funktionseliten in Wirtschaft, Finanzwelt und Politik da mal vorzunehmen. Als nächstes planen wir eine Studie zur Soziologie des Bargelds. Ganz kurzer Einschub, weil ich tatsächlich genau die gleiche Frage auch noch stellen wollte bezüglich der Betrachtung der Funktionseliten, ob es Banker, Ökonomen oder auch Politiker sind. Sie kennen bestimmt auch die Studie im britischen Parlament von Positive Money 2014. Da haben sie auch 100 Abgeordnete befragt und da waren die Ergebnisse auch erschreckend, sehr ähnlich, also eigentlich fast deckungsgleich mit Ihren Ergebnissen. Insofern, Sie planen eine Studie zum Bargeld, aber gibt es in die Richtung auch Überlegungen, dass man da wirklich in Richtung Funktionseliten mal geht? Weil, sag mal, die relevanten Akteure sollten ja schon grundsätzlich wissen, um es mit Max Weber zu sagen, aus welchem Stoff das Geld ist. Ja, auf jeden Fall. Die Beantragung von Forschungsprojekten, der Begutachtungsprozess ist endlos, das dauert immer ein Jahr oder was auch immer. Und wir sind jetzt gerade in der Begutachtungsschleife, also mit dem anvisierten Nachfolgeprojekt Soziologie des Bargeldes, wo wir eigentlich in eine ähnliche Richtung gehen wollen, aber nicht, wo wir fragen wollen, was wissen die Leute darüber, sondern Verwendungspraktiken von unterschiedlichen Zahlungsinstrumenten untersuchen wollen. Und zwar von Baren und Unbaren, also bis hin zu kontaktlosem Bezahlen.
Und da gab es ja noch irgendwie eine andere universitäre Qualifizierungsarbeit in der VWL in der Schweiz. Das ist auch irgendwie 2014 oder 2013 oder so gewesen. Aber ein sehr, sehr kleines Sample. Eine Masterarbeit ist das, glaube ich, gewesen, wo dann 120 befragt worden sind. Aber auch dort gab es durchaus fast deckungsgleiche Ergebnisse wie in unserer repräsentativen Erhebung. Ja, Sample gleich eins, aber wir hatten Fabio De Masi, finanzpolitischer Sprecher der Linken, letztes Jahr an die Jahrestagung, und Bettina Stark-Watzinger von der FDP, und die meinten auch beide, dass die Abgeordneten im Bundestag auch heute die Geldschöpfung, die Geldschöpfung der Banken, dass die denen nicht vertraut wäre. Gibt es auch ein Video. In dem Bereich gibt es bestimmt einiges noch anzuschauen. Abschließend, Raimund Dietz, die letzte Frage aus dem Publikum. Grüße, Herr Krämer, grüß Gott aus Wien. Ich habe, also man kann ja Ihr Referat ganz kurz zusammenfassen als Gegensatz von Handlungswissen und systemischem Wissen. Und das Handlungswissen, da haben Sie gezeigt, ist ziemlich groß, was Geld betrifft. Und das systemische Wissen ist miserabel. Jetzt glauben wir aber und viele und etliche andere auch, dass unser System, Geldsystem einigermaßen, aber nicht gut genug funktioniert, um die wichtigsten Probleme zu bewältigen, die wir heute haben. Also wollte ich Sie fragen, ob Sie auch dieser Meinung sind und was Sie uns als Gold, als Vollgeldvertreter, weil viele sind hier Befürworter der Einführung des Vollgeldes, was Sie uns raten würden, weil ja das Geldwissen, das systemische Geldwissen so gering ist. Ja, also Herr Dietz, Sie wissen ja, also dass Soziologinnen und Soziologen in der heutigen Zeit sehr vorsichtig geworden sind mit irgendwelchen Prognosen oder mit irgendwelchen Empfehlungen, weil die Kernfrage, die wir versuchen in der Soziologie immer zu beantworten, ist, warum funktioniert irgendetwas nicht? Und warum haben irgendwelche Entscheidungen nicht intendierte, also nicht geplante, unerwünschte Effekte und Folgen. Und das ist natürlich keine frohe Botschaft. Ich finde natürlich, also wenn die Ökonomen mit ihrer ökonomischen Bildung in die Schulen hineingehen wollen, dann kann man die Frage von Geld und Finanzmärkte nicht ökonomistisch reduzieren, sondern da müsste natürlich auch der Horizont aufgemacht werden, also in ihre Richtung heterodoxe Ökonomie und natürlich auch in die Richtung anderer Sozial- und Kulturwissenschaften über die tatsächliche soziale und kulturelle Bedeutung von Geld. Es würde schon ja ausreichen, wenn also ein ökonomisches Wissen von Geld da wäre, also wie Geld geschöpft wird. Ja? Schon das Wissen ist ja nicht da. Und was mich besonders irritiert, also dieses Zitat von Weber ist ja sehr schön, fasst ja auch sehr schön Ihre Untersuchung zusammen. Aber wenn Sie Autobauer fragen, ob das jetzt Fiat oder VW oder so, die wissen alle, wie man Auto baut. Aber wenn man Ökonomen fragt nach der Geldfunktion der Ökonomen, ja, dann leiern die das irgendwie runter, was eine Geldfunktion, und Soziologen können sich überhaupt nicht einigen. Ja. Es gibt also überhaupt kein profundes Geldwissen, mit der Ausnahme von Georg Simmel. Und da sind ja auch die Interpretationen, was Simmel betrifft, gehen ja diametral auseinander. Also da müssen wir uns wirklich mal zusammenreißen und sehr anstrengen, dass wir wirklich zu einem integralen Geldbegriff kommen, den wir der Bevölkerung und der Politik auch verkaufen können. Das fehlt ja hinten und vorne, auch bei uns. Ja, also das mit dieser Spaltung von Handlungswissen und Systemwissen, hat ja der Kollege schon darauf angespielt, eben nicht nur bei den normal peoples in der Bevölkerung zu sehen, sondern auch bei Funktionseliten. Das ist ja gar keine Frage. Also das ist so eine Situation von kollektiver Dissonanz, die wir jetzt beobachten können. Wenn der Scholz sagt, also die schwarze Null vergessen wir jetzt mal. Und das ist ein Phänomen von kollektiver Dissonanz. Und also im Prinzip müsste man diese Studie, die wir gemacht haben,
jetzt in der Covid-19-Krise oder in der ökonomischen und sozialen Folgekrise von Covid-19 nochmal machen und die Leute befragen, woher kommt denn das ganze Geld? Also das, was, also die Schöpfung, ich habe ja nur von der Schöpfung durch Privatbanken gesprochen, die Schöpfung durch Zentralbanken ist ja, wenn man das jetzt mal aus der heutigen Perspektive sieht, bei unserem Fragebogendesign komplett außen vor. Ja, ich würde das als Schlusspunkt nehmen. Herr Krämer, vielen, vielen Dank für den Einblick in Ihre Studie, in Ihre wichtige und spannende Studie. Ich persönlich und ich denke auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen teilen das mit mir. Bin sehr froh, dass wir auch mal einen soziologischen Blick auf das Geld gewinnen durften und kann nur hoffen und mir auch wünschen, dass das noch viel, viel mehr Kollegen und Fachkollegen auch von Ihnen zukünftig machen werden, denn interdisziplinär Ihre Betrachtungen haben noch keinem Thema geschadet und ich bin ganz sicher, in diesem Thema auch nicht. Es gibt einen Grund, warum der 12-Klasse zu mir meinte, ja, wenn das 80% noch nicht wissen, dann macht man ja irgendwas falsch. Deswegen vielen Dank an Sie. Das Schlusswort gebührt Ihnen und allen Zuhörern schon mal. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung und für Ihr Interesse mitzudiskutieren an alle. Also hat mir viel Spaß gemacht und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und auf bald.